Und sie haben das gemacht, wovon so viele Menschen immer geträumt haben. Sie wahrscheinlich nicht. Sie sind doch noch einmal mit Marika Kilius aufs Eis gegangen. Ja, unter Zwang. Ja, wessen Idee war das? Das weiß ich nicht. Man hat Marika angerufen und hat gesagt, du, dein Partner hat zugesagt. Und mir hat man gesagt, deine Partnerin hat zugesagt. Und dann haben wir gesagt, ja, also, wen hauen wir da jetzt in die Pfanne, wenn wir es nicht machen? Ja, und dann haben wir gesagt, also gut, das eine Mal noch. Und dann haben wir die Schlittschuhe angezogen, wir hatten genau 10 Minuten Zeit. Oh Gott. Da, gut, dann haben wir gesagt, ja, gut, wir drehen uns zweimal und das war's dann. Und wir wollten das eigentlich komisch verkaufen, denn mit 71 und 60 da aufs Eis zu gehen, wir haben gedacht, oh, das, die Leute werden sagen, boah, guckt er den alten Sack an, jetzt meint er könnte hier noch auf und so. Also wir sind aufgetreten, haben uns zweimal gedreht und haben uns dann verbeugt. Und jetzt kommt was, da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht Gänsehaut auf der Gänsehaut kriege. Der ganze Saal ist aufgestanden und hat stehend minutenlang applaudiert. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das war ja bei der Weltmeisterschaft nicht so. Und da fängt man dann schon an nachzudenken, was man irgendwann irgendwo mal irgendwie richtig gemacht hat. Und da fällt mir halt immer ein, ich meine, wenn man das erzählt, da kriegt man selbst Angst. Wir waren die Ersten nach dem Krieg, die für Deutschland wieder nach Polen, nach Ungarn, in Tschechoslowakei gegangen sind. Wir wurden in der Villa Hammerschmidt in Bonn vorbereitet, dass wir in Polen vielleicht, dass da jemand pfeift und vielleicht Sachen aufs Eis fliegen und Katowice Lodge und Budapest und Prag, Bratislava. Wir Deutschen haben dann nicht so, aber steht das durch und vertretet euer Land. Wir haben überall einen solchen Erfolg gehabt. Es war unheimlich, es war unglaublich. Ich meine, eine Geschichte, die Europameisterschaft in Budapest, das war ja kurz nach dem Aufstand und so weiter. Wir haben ja politisch nicht so viel mitgekriegt. Da liefen unsere Konkurrenten, Ludmila Belousova und Oleg Protopopov, die liefen ihre Kühe und es war totenstill. Die Russen? Ja, die Kür war zu Ende und es hat kein Mensch, man hat niemanden atmen hören. Und dann kam die Wertung, auch null Reaktion. Und 4 Plätze später sind wir gekommen, Marika und ich, in Ungarn, sind gelaufen. Die Leute haben die Hüte geschmissen, es ging 20 Minuten überhaupt nicht weiter, weil wir 2 Zehntel mehr hatten. Wir hatten die Russen geschlagen, wir wussten gar nicht, was das für die ungarische Nation war. Also die Russen sind geschlagen worden und von Deutschen. Also was wir da erlebt haben, das können Sie sich nicht vorstellen. Und dann gab es nur ein Fernsehprogramm. Also alle Deutschen mussten gucken. Wir hatten Bekanntheit. Ja, wir hatten Bekanntheitsgrad. Davon träume ich. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das wäre ja auch ein schöner Traum. Ich meine, wenn wir um 8 Uhr abends gelaufen sind, ist die Tagesschau halt ausgefallen. Ja, das war. Und vor allem hatten noch gar nicht alle Leute den Fernseher. Da sind also Familien zusammengekommen, haben dann gemeinsam Fernsehen geguckt. Das ist ein Drehbuch, das das Leben schreibt. So was kann man nie wieder wiederholen. Und so eine Popularität kann es auch nie mehr geben. Naja, es war aber es war nicht allein unsere Schuld, sondern es war halt so. Man muss natürlich die Zeit wirklich sehen und verstehen, da hatte, was für eine Bedeutung Sport hatte. Und dann kam natürlich noch diese Projektion, wir waren ja schon bei Traumfiguren, Prinzessin etc., das deutsche Traumpaar. Ja, ja, das ist ja von der Presse gemacht worden. Ja, ich leide ja heute noch unter dem Eisprinz. Damals war es noch schlimmer, da war ich der Eisprinz mit den traurigen Augen. Ja, also. Weil die sich einen anderen geangelt hat. Ja, das war. Also das war eine irrsinnige Geschichte. Wir konnten nirgends hingehen, jede Autogrammstunde endete mit Feuerwehrleiter, wurden wir rausgeholt. Wenn ich das heute erzähle, dass die Überschriften nicht waren, Kilius Bäumler Europameister, sondern wir sind wieder wer. Ich weiß nicht, was wir da alles bewegt haben. Das war einfach eine Welle. Aber Sie haben es gerade selber gesagt, Sie hatten da so eine komische Rolle. Sie waren der Prinz, dann zeitweise mit den traurigen Augen, haben aber ja nun auch vor fast 40 Jahren Ihre Frau geheiratet. Wie ist denn Ihre Frau mit der Rolle umgegangen, dass Sie jetzt die Prinzessin an seiner Seite waren? Ja, also meine Frau sagt heute noch, unsere Hochzeit war ihr schlimmster Tag im Leben. Wir haben die Wieskirche uns ausgesucht in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, romantisch. Wir haben auch am Tag vorher, weil
Fernsehen sich angesagt, hat sie geprobt, wie wir da reingehen, zwei Blumenmädchen. Waren da, zwei Tage später fand das statt, es waren 30.000 Menschen. Die Tür der ehrwürdigen Kirche wurde eingetreten, es gab Verletzte. Damals die große Filmmanagerin Emmy Sillmann, die hat sich das Kleid zerrissen mit dem Stacheldraht, alles aufgerissen. Wir kamen mit dem Auto, mit dem Mercedes, den uns unser Trauzeuge Dr. Hans-Martin Schleyer zur Verfügung gestellt hat, gar nicht an die Kirche. Die zwei Blumenmädchen mit den Ringen, die waren weg. Und alle Leute wollten ein Stück Schleier von meiner Frau. Das war, also es war die absolute Hölle. Kamen Sie noch bis zum Ja-Wort? Das haben wir dann noch geschafft. Und es wurde immer wieder gesagt, dies ist eine Trauung, das ist ein Gotteshaus. Das hat die Journalisten nicht gestört, die oben irgendwo hinter einem Heiligen standen und fotografiert haben. Und dann mit der ganzen Figur auch runterfielen. Also es war ein absolutes... stell dir vor, du hättest die Marika geheiratet. Das wäre noch schlimmer. Ja, da wäre was so. Eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Aber die Ehe hat gehalten. Bitte? Die Ehe hat gehalten. Und wie? Ja. Muss man ja mal einfach sagen. Ich meine, ja. Aber wenn man heute noch Bilder von früher sieht, es hat was. Nicht nur, weil es schwarz-weiß ist und dieses Nostalgische irgendwo hat, sondern man spürt noch irgendwie dieses Vibrieren, muss man einfach mal sagen. Und ich persönlich und viele, viele andere, gucken Sie auch manchmal zu Hause sich selber von früher? Na, wirklich nicht. Aber Schauspieler machen das. Nö, nee, ich auch nicht. Nee. Nö. Gucken Sie nicht manchmal mit Kiki und gucken sich Männer an? Also mit Kiki, ohne Kiki, nee. Also ich sehe mich ja manchmal immer selbst, wenn so Rückblicke gezeigt werden. Und zeigen sie meistens den Sturz von Prag, wo wir Nein, da auf die Schnauze gefallen sind. Und damit war die Europameisterschaft im Eimer. Und ich sehe mich dann immer, wie ich die Marika da hebe. Und ich sage immer, das warst doch nicht du, das kannst du doch nicht gewesen sein. Als Untermann sehe ich mich da immer, der da hier diesen machen musste. Und ich habe eine Frau auf Händen getragen, ja, 20 Jahre lang. Und ja, das machen wir erst auf Eis. Ja. Auf Eis. Ich wollte alle noch mal sehen, das schöne deutsche Paar. Bitte sehr. Oh Gott. Ja, ich laufe seit meinem 10. Lebensjahr Eis. Und vor 6 Jahren habe ich nun begonnen, mit Marika Paar zu laufen. Am Tag trainieren wir ungefähr 2 bis 3 Stunden. Wie viel Schweiß Hans-Jürgen Bäumler vergossen hat, bis er seine über einen Zentner schwere Partnerin mit dieser Leichtigkeit in die Lüfte hob, ist nicht mehr zu messen. Die dafür nötige Kraft holte er sich durch diese Übung an der 1 Zentner schweren Hantel. Bevor wir angefangen haben zu laufen und Jürgen mich dann immer fragte, Marika, laufen wir voll? Ich sag klar. Und dann hat er mir auf den Po gehauen und ich ihm. Und dann sind wir eben voll gelaufen. So wurden sie in Dortmund Weltmeister. Ein Bild von einem Mann. Lieber Hans-Jürgen Bäumler, das ist die Hälfte eines Mythos, der heute Abend hier sitzt. Aber Marika Kiedis war vor kurzem auch hier. Mhm. Und die hat gesagt, für sie kommen heute nur noch Männer in Frage, die 10 bis 15 Jahre jünger sind. Was sagen Sie jetzt? Da bin ich baff. Ja. Das ist übrigens die Losung, die auch für Bascha Mika gilt. Durchaus. Ihr Mann ist auch 10 Jahre jünger. Genau. Ja. Und das ist großartig. Ja, was Marika Kiedis sagte, die sind dann sexuell aktiver. Boah, ich brauche weniger Anlauf. Nein, ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es ist doch einfach toll, wenn wir als Frauen, genauso wie Männer auch, in allen Generationen wildern können. Ja, ich find bei Jüngeren, bei Älteren. Moment, ich dachte, Sie leben in geordneten Verhältnissen. Ja, natürlich lebe ich in geordneten Verhältnissen. Ich rede jetzt ja auch nicht nur von mir, sondern sozusagen auch von dem Rest der Frauen. Es ist ja ganz schön, wenn wir Frauen auch die Möglichkeit haben, nicht nur mit Gleichaltrigen und Älteren zusammen zu sein, sondern auch mit Jüngeren. Das ist ein Privileg, das nehmen sich immer noch zum größten Teil nur Männer. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja. Ja. Mutterli, wenn Ihr Partner 10 Jahre jünger wäre, fiel es noch
Na, dann wäre er jetzt 16, das wäre dann naja, das ist der problematisch. Der muss noch ranwachsen. Das wäre noch ganz schön schwierig. Aber wenn ich mir Ihr Leben angucke, ich habe so Bilder von Ihnen im Kopf, Hans-Jürgen Bäumler. Sie leben in Nizza, in einem wunderschönen Bei Nizza, also in einer wunderschönen Gegend. Dann sehe ich Sie noch in Ihrem großen, wunderschönen Garten. Sie haben eine glückliche Ehe. Und dann kommen Sie nach Bonn und spielen Zwiebeln und Butterplätzchen. Das ist doch schön. Da wird es nicht langweilig. Was ist das, was Sie immer noch, also ich denke mir, oh, vielleicht wäre ich dann einfach voll und würde in diesem wunderbaren Platz bleiben. Aber Sie sind mit Leib und Seele Schauspieler und kommen wieder nach Bonn ins Kontrakreistheater. Was zieht Sie? Wir haben in den letzten 2 Jahren ein Stück gespielt, Zärtliche Machos, auch hier in Köln. Und da ist was passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe. Auch die Kollegen, die mit mir auf der Bühne standen, haben das noch nicht. Mogens von Gado, der wirklich schon alles Mögliche gespielt hat. Dieses Stück ist so gut angekommen, übrigens geschrieben von René Heinersdorf, der auch das Theater am Dom hat und auch in Düsseldorf. Die Leute haben jeden Abend Standing Ovations und zwar minutenlang. So, jetzt kommen die anderen Theater, jetzt kommt Frankfurt, jetzt, da kann man doch nicht sagen, nein, oh, so, jetzt haben wir es lang genug gespielt, wir machen das nicht. Das ist, also ich könnte das nicht, auch vor den Kollegen, dass man sagt, ja gut, wir waren jetzt sehr erfolgreich, aber ich habe keine Lust mehr. Irgendwo ist man dann schon ein Zirkuspferd und das Applaus süchtig macht, da ist schon was dran. Das braucht man dann irgendwie, ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich also das ganze Jahr zu Hause machen würde. Ich meine, irgendwann sind die Olivenbäume geschnitten und das Öl ist in der Flasche und im Pool bin ich geschwommen und ja, und was mache ich dann? Man hat das Gefühl, so ein bisschen nutzlos zu sein und vom Leben etwas zu verschwenden und das möchte ich nicht. Ich spiele jetzt ein neues Stück. Am 3. Ich fahre direkt von hier zu den Proben und am 8.3. ist die Premiere. Ja, am 8. Gut. März. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, Hans-Jürgen Bäumler, Sie sind der Mann, der in seinem Leben ziemlich viel richtig gemacht hat. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich. Vielen herzlichen Dank an Sie und an euch. Dankeschön.